Schwimmen, Radfahren und Laufen bekanntermaßen die drei Ausdauerdisziplinen. Das Besondere allerdings an dieser Veranstaltung in Hildesheim, dass die Profis und auch die Allstars gemeinsam an den Start gingen. Matthias Kammann und Andreas Becker auf der Suche nach dem Mann, der so langsam, aber sicher in die Jahre kommt. Das ist der älteste Teilnehmer beim ersten Rose-Triathlon in Hildesheim. Werner Riechmann, 67 Jahre alt, aus Langenhagen. Oh, das klebt. Ey, die Nässe hoch. Sein ganzes Leben hat er Sport getrieben. Seit 12 Jahren Triathlon. Weil ich aus der Leichtathletik komme, hab da Langstrecke gelaufen, dann ging's mit dem Rücken nicht mehr. Und Anfang der 80er kam Triathlon auf und das hat sich ganz gut gemacht mit Schwimmen, Radfahren und Laufen. Hatte ich auch wieder Ausdauer, aber nicht so schädigend für den Rücken. Gleich nebenan bereiten sich die Stars der Veranstaltung vor. Der beste Deutsche Wolfgang Dietrich aus Witten und die amerikanische Weltmeisterin Paula Newby Fraser. Warum sind Sie nach Hildesheim gekommen? Ja, weil ich mal gerne in Niedersachsen starten wollte und die Organisatoren hier mich gefragt haben, ob ich kommen wollte, da ich nichts anderes in dem, oder die mich schon früh gefragt haben und da das ganz gut in meine Terminplanung reinpasst, habe ich gesagt, ja, sicher. Paula im sonnigen San Diego zu Hause hat Probleme mit dem Durchblick im nassen Hildesheim. Man hat mir gesagt, das ist typisches Wetter. Es wird ein großes Abenteuer für mich. Ich habe natürlich meine Regenreifen vergessen, aber gut, das ist eine Sache, mit der man leben muss. Herr Riechmann, das regnet hier in Strömen. Stört Sie das eigentlich sehr? Beim Schwimmen nicht. Ein Werner, ein Wort. Er und die 239 anderen kennen kein Halten mehr. 1000 Meter Schwimmen und das trotz 16 Grad Wassertemperatur. Nur was für Hartgesottene. Bereits bei der ersten Wende ist der Favorit Wolfgang Dietrich vorn. Keine Überraschung, denn er ist gelernter Schwimmer. Mit seinem Tempo vertreibt er sogar die eigentlichen Herrscher des Reviers. 12 Minuten seine Zeit im Wasser und ab geht's zum ersten Wechsel. Nur keine Zeit verlieren. Die Schuhe hängen schon an den Pedalen. 47 Radkilometer liegen vor dem dritten des letzten Hawaii-Triathlons. Minuten später, Dietrich und Newby Fraser sind schon längst im Sattel. Da kommt Werner Riechmann ans Ufer. Da war kalt? Es ging. Ja. Füße waren kalt, die Hände nicht. Alles klar. An Land aber kommt der Pensionär noch nicht so richtig in Tritt. Hawaii, Lanzarote, rot. Die schwersten Prüfungen der Welt hat er bestanden. Doch hier in Hildesheim ist wohl nicht sein Tag. Da vergeht ja jede Lust doch. Warum, wegen des kalten Wetters? Ja, und hier sind Dreck alles da mit. Aber durchhalten ist kein Problem, oder? Sonst überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil. Werner macht sich auf die Verfolgung der Favoriten. Zugegeben ein hoffnungsloses Vorhaben.
1,5 Stunden sind seit dem Start vergangen. Da tauscht der führende Dittrich das Rad gegen die Laufschuhe. Werner Richmann hat gerade erst die Hälfte der Radstrecke hinter sich gebracht. Wenig später wird es auf dem historischen Marktplatz von Hildesheim laut. Wolfgang Dittrich erreicht als erster das Ziel. Das war schon hart, ist ein Wettkampf gewesen, speziell am Rad, auch beim Laufen. Gut, und nachher so die letzten 5 konnte ich einen Gang rausnehmen, weil ich eben gesehen habe, dass keiner mehr da war. Aber schwimmen, Rad und wie gesagt, die ersten 5 laufen, war schon richtig ein Wettkampf. Den harten Wettkampf spürt auch Werner in den Beinen. Aber er beeilt sich, den Abstand zur Spitze nicht größer werden zu lassen. Adios, Leute. Erstmal aber hat Paula Newby die Klatsche auf ihrer Seite. Die 6-fache Ironman-Gewinnerin von Hawaii, auch in Hildesheim eine Klasse für sich. Über eine Viertelstunde liegt sie vor der nächsten Frau. Als die Männer im Ziel versuchen, verlorene Energie zurückzugewinnen, hat Paula Lob für die Veranstaltung. Ich glaube, wenn die Straßen trocken sind, ist diese Strecke eine der aufregendsten in Deutschland. Jetzt wartet alles auf Werner und der hat mittlerweile auch seinen Spaß. Jetzt kommt die Sonne, du. Einen Empfang der ganz besonderen Art für Werner. Nur eine Stunde hinter dem Sieger Dittrich ist er der eigentliche Gewinner von Hildesheim. Und dann gibt es für den 67-Jährigen kein Halten mehr. Auch wenn einige erstaunt auf Werner blicken, er ist zufrieden. Es war abwechslungsreich, immer am Wasser lang, durch den Park. Und vor allen Dingen zum Schluss hatte ich wieder junge Frauen vor mir oder Mädchen. Das gibt natürlich noch mal wieder ein bisschen Power. Und dann, wie gesagt, man merkt es ja nicht. Aber es war schön. Und zum Schluss die Krönung. Stunden haben sie beim Schwimmen, Radfahren und Laufen getrennt gekämpft. Und am Ende treffen sich Werner Richmann, Paula Newby-Fraser und Wolfgang Dittrich doch noch. Bye bye. Wenn auch nur im Bus. Größte Hochachtung vor diesem taffen Triathleten. 67 Jahre jung und noch keine